Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Road to Etheria. So, und ich habe direkt am Anfang mal zwei Sachen zu besprechen. Erstens, Mensch, ihr habt schon ewig lange keine Kommentare mehr geschrieben. Seid ihr denn überhaupt noch da? Also, ich fände es halt echt schön, wenn ihr wieder mal ein bisschen aktiver hier wärt in dem Projekt. Ich meine, die Aufrufe zeigen ja, dass eigentlich alles nach wie vor so ist, wie es war. Aber, ja, schreibt doch mal wieder was. Irgendwelche Gedanken zu allen möglichen und so weiter und so fort. Und selbst wenn es nur ist, ob euch das Video gefällt oder nicht oder was auch immer, ist auf jeden Fall alles eine coole Sache. Also, ja, ein bisschen mehr Aktivität wäre in dem Projekt mal wieder ganz schön. So, und hier sehen wir auch schon die zweite Sache, und zwar, es ist der 15. Dezember, das Video kommt direkt morgen. Ich habe wirklich bis zum letzten Moment gewartet, das aufzunehmen hier. Denn jetzt fängt Weihnachten auch in Terraria an. Die Christmas Season vom 15. bis zum, 31. Dezember mit, wieder wie bei Halloween, anderen Gegner-Skins, wie man es jetzt bei dem Slime schon gesehen hatte, der war jetzt so geschenkmäßig und so weiter, und natürlich speziellen Drops mal wieder. Das heißt, es gibt Geschenke, die kann man aufmachen, da kommen Items raus, ich glaube, so war das ungefähr, und es gibt spezielle Blöcke, die man da rausbekommen kann, so, was war das alles, und es gibt natürlich auch die Frost Legion, und das Beschwörungs-Item davon wird nämlich nur in der Christmas-Season quasi gedroppt. Wenn ich mich richtig erinnere, so war es, glaube ich. Und ja, die Frost Legion ist, glaube ich, für Hard Mode gedacht. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, irgendwie sowas in der Art war es. Aber auf jeden Fall gibt es sehr viele coole Sachen. Und das heißt, den nächsten halben Monat haben wir hier richtig schön was zu tun, was Winter angeht. Was natürlich eine super coole Sache ist. Das macht dann nochmal schön Weihnachtsstimmung und so weiter und so fort. Letztes Mal haben wir übrigens nur den Blood Moon gemacht und danach, ich war mir ja nicht so sicher, ob die Folge dann vorbei war oder nicht. Das war alles, die letzte Session war ein bisschen komisch. Ein bisschen verwirrt war ich da. Und, aber ich denke mal, es ist trotzdem okay, weil viele Videos waren ja auch immer länger als 15 Minuten. Da geht ein 10-Minuten-Video auch mal klar. Nur doof ist halt, dass wir immer noch nicht die Piggybank-Dingens da bekommen haben. Und ich habe mal nachgeguckt, das ist im Expert-Mode, wie bei uns halt, ein 1% Drop, das heißt, ha, eigentlich hätten wir es schon mal bekommen können, aber naja, okay. Machst du nix. Ist natürlich schade, dass ich da schon ewig lange nicht mehr das Glück zu hatte. Aber ich würde sagen, wir brauchen immer noch einiges an Zeug für hier Dingsbums. Genau, Hellstone. Ich pack mal. Ja, komm, ich pack mal die Rüstung hier rein. Die Magierrüstung lasse ich noch, aber die Molten-Rüstung ist ja jetzt unsere neue Nahkampfrüstung. Das heißt, ich kann die Shadow weglegen. Und dann gehen wir wieder nach unten. Wir haben alle Items, die wir brauchen, so an. Ja, haben wir, ne? Gut. Dann gucke ich, ob ich eventuell wieder eine Obsidian-Skin-Potion nehme. Und dann bauen wir weiter Hellstone ab. Aber ich würde vorher nochmal ein bisschen hier rumlaufen. Haben wir denn noch? Den Shadow Key haben wir noch im Inventar, das ist sehr schön. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir noch nicht waren. Yep, so, wir grabbeln uns hier lang. Hier unten waren wir schon, so wie es auch da auf der Map aussieht. Ja, und dann müssen wir auch bald mal den Weg hier vorbereiten. Das wird dann auch nochmal wahrscheinlich eine Folge oder länger dauern. Oh, Traveling Merchant, okay, den muss ich mir jetzt angucken. Wir haben, ich weiß gar nicht, hatten wir hier überhaupt schon mal einen Traveling Merchant? Und wenn ja, dann nicht oft. Also in dem Projekt ist der echt ein bisschen zu rar für uns. So, das ist ein Bild, oder? Cursed Saint? Was ist das? Warte mal, erstmal Revolver, 20 Damage brauche ich nicht. Phoenix Blaster ist besser. Placement Speed, nee. Blue Plattform und Blue Team Block, ja, brauchen wir nicht, schade. Nee, also ist halt wichtig. Oh, jetzt habe ich den Schmetterling kaputt gemacht. Nee, aber es ist halt wichtig, dass wir da immer direkt nachgucken, was der hat, weil den Traveling Merchant brauchen wir unbedingt für ganz, ganz viele Items, die ganz, ganz wichtig sind. Ja, ja. So. Dann gehen wir doch wieder mal. Warte, ich kann ja mal, das ist ja nichts weiter, ne? Ich weiß gar nicht, kann da überhaupt ein Schwert drin sein oder war das nur in den Enchanted Sword Shrines?
Ich weiß es gar nicht mehr, ob in diesen random rumstehenden, wie wir es gerade abgebaut haben, auch, ob da ein Schwert überhaupt drin sein kann oder ob das einfach nur pur für die Visualität ist oder wie auch immer man es nennt. Warte, hier unten waren wir ja auch schon. Mensch! Oh, und da hören wir, wie eine Bone Serpent kommt. Genau. Ich wollte schon Snake sagen, aber ist ja eine Serpent. Also heißt im Endeffekt auch Schlange, aber Serpent ist ja ein coolerer Begriff dafür. Man hat auch wieder gesehen, jetzt hier die Mana-Sterne haben hier, genau wie in der Halloween-Season, ein anderes Aussehen. Ist natürlich eine coole Sache. Wieder ein Dämon ohne Voodoo-Puppe, das bringt uns natürlich gar nichts. Hä, schade, schade. So. Das heißt, wir gehen wieder hoch. Wir machen natürlich alle Pötte hier kaputt. So. Da oben ist eine Fledermaus eingesperrt. Ist auch gut so. Die mag keiner. Hä. Aber was die mich gerade dran erinnert hat... Eine Bone Pickaxe? Warum liegt da oben ein Drop? Da ist einfach random irgendein Gegner gestorben anscheinend. Und da liegt jetzt ein Drop. Eine Bone Pickaxe. Okay. Das sieht mir sehr, sehr interessant aus. Ich weiß nicht, was das jetzt... Ob das was Geiles ist oder nicht. Und da ist ein Voodoo-Puppendingel. Jetzt möchte ich aber erstmal das Item hier haben. Der haut uns ja nicht ab, hoffentlich, der Dämon. Nur der Imp, der ist ein bisschen problematisch für uns gerade. Wo ist er? Ach, da unten ist er jetzt. Scheiße. So, dass ich es gerade nicht abwehren kann, oder? Fast nicht. Ja, komm, wir wollen das nur ganz schnell mal holen. Weil mich das doch sehr interessiert. Sowas habe ich noch gar nicht gesehen. Eine Bone Pickaxe, oder? Habe ich das schon mal gesehen? Wow, okay. 50% Pickaxe Power nur, okay. Geht besser, aber... Ja, warte, jetzt müssen wir erstmal unbedingt... Also erstens aufpassen, dass der nicht in die Lava fliegt. So, da haben wir unsere erste Voodoo-Puppe. Hui, okay, die ist wichtig. Ja, ja, die ist ganz, ganz wichtig. So. So, dich töten wir jetzt auch, bevor du uns ja auf Ewigkeiten nervst. Und ja, die Fledermäuse sind nicht so schlimm, da können wir einfach abhauen. So, dann gehen wir jetzt natürlich weiter. 50%... Oh. Ja, ich darf natürlich auch nicht in Lava laufen. 50% müsste so sein wie die, Oh, es ist hier ein Present, genau. Die kriegen wir ganz viele. Die können wir entweder als Block setzen. Ja, die sehen ganz nett aus. Oder aufmachen. Und kriegen dann Sachen raus. Pine Tree Block. Cool, da können wir uns einen eigenen Baum bauen. Hey, hey. Also 50%, das sind die 100%. Nee, 50%, nee, warte mal, das ist, glaube ich, sowas in Richtung Silberspitzhacke, oder? Ist wahrscheinlich, wenn man das in Early Game kriegt, ist das richtig geil. Und jetzt mehr so meh. Also, oder mehr so eigentlich völlig sinnlos. Aber, ja, ist doch eine ganz coole Sache. Habe ich vorher fast noch nie gesehen, glaube ich. Kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Und da sind wir gestorben und haben 2 Gold gejobbt. Oh nein. Das würde ich sehr, sehr gerne wieder haben. Hat die Hellbat dann irgendwie Gold aufgesammelt? Ich sehe es nicht mit den Feuereffekten, ob da auch Goldeffekte bei sind. Ich glaube schon. Sieht mir schon danach aus. Das ist doof. Das ist ganz, ganz doof. Oh, wir haben fast alles an Gold gejobbt, ne? Ey. Das ist böse. Ja, wir können ja mal wieder ein bisschen quickstacken. Guck mal, da ist doch schon wieder fast alles weg. Ja, das können wir wegtun. Ja, die Pine Tree Blocks. Ja, lass mal erstmal im Inventar. Und dann gehen wir wieder runter. Die Voodoo-Puppe pappen wir erstmal da rein, alles klar. Nee, aber tun wir erstmal da in die Piggy Bank. Und dann, ach, guck mal, wie schnell wir fallen. Beziehungsweise, naja, ist ja auch... Liegt ein bisschen daran, dass die Welt halt so klein ist. Ja, ja. In der großen Welt braucht man halt dann dreimal so lange. So. Wir fliegen durch die Hölle. Und, ja, mal gucken. Wir brauchen, wie gesagt, immer noch einiges an Erz. Ah! Ui, ui, ui. Nicht getroffen werden, bitte. Tschüss. Ja, okay, ich fliege genau rein. Schade, habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet, tatsächlich. Mensch, aber nach rechts haben wir jetzt auch schon ein ganz schönes Stückchen. Ja. Yeah. Gott, ey. So, da ist mein restliches Gold. Ja. Ja, die eine Fledermaus hatte dann wohl ein Gold eingesammelt. Das ist sehr, sehr schade.
Aber, naja, da kann ich jetzt nichts gegen tun. Na, so, okay. Mach doch hier die Dinger kaputt. So. Die ganzen Pötter. Jawohl. Wir brauchen sie alle. Und da unten ist nur ein bisschen Hellstone nebenbei. Okay. Kann ich mit leben. Ist nicht schlecht. Generell, wir sollten vielleicht mal nach Plätzen Ausschau halten, wo man gut in einem Lavasee einfach ganz viel abbauen kann. Da zum Beispiel, da sind drei Adern direkt. Aber eine Potion geht dann doch ein bisschen länger. Wir gehen natürlich hier weiter und hoffen immer noch auch auf mehr Shadow-Kisten. Das wäre eine ganz, ganz schöne Sache. Ja, mal gucken, ne? So, hier. Hier oben ist eine Tür. So. Genau, und genau. Candy Cane Sachen sind die Herzen im Wintergedöns, bla. Ihr wisst schon. Ach Mensch, ich bin gerade schon wieder ein bisschen verwirrt. Ja. Weil ich so viel laber und dann gar nicht drüber nachdenke, was ich hier eigentlich laber. Oder war da gerade einer mit einer Puppe? Nee, das ist immer noch der, okay. Gut. So, und wir gehen weiter nach unten. Hier haben wir tatsächlich mal ein bisschen was, was wir alles abbauen können an Hellstone. Ach ja, ich find's schon irgendwie cool, dass das Lava droppt. Ist natürlich schwierig für uns. Oh, nice, Gold, das braucht man. Boah, 15 direkt. Ich glaube, das ist sogar das Maximale, was rauskommen kann, oder? 15? Ich glaube schon. So, jetzt ein Present, aber da ist jetzt gerade die Lava. Da will ich dann doch nicht so gerne reinfallen. Die dürfte jetzt weg sein, genau. Present, ja. Ich mach die alle mal auf. Candy Cane Hook. Guck mal, der war der nicht irgendwie ein bisschen schlechter als der... Nee, hätte es nur ein Single Hook, okay. Wie weit geht der denn? Ich meine, wenn es nur ein Single Hook ist, dann ist natürlich Kacke. Also dann braucht man den gar nicht erst austauschen. Und der Traveling Merchant ist weg. Der Tag ist vorbei, okay. Gut. Und die Folge ist auch bald vorbei, aber noch nicht. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Tja. Okay, da haben wir das alles abgebaut. Ich würde gern noch die Pötte da machen, aber... Ja, komm. So wichtig ist es nur auch wieder nicht. Aber ich sollte mich jetzt bei Zeiten wieder hochteleportieren für den Fall, dass ich sterben könnte und dann das ganze Gold schon wieder verliere. Mensch, da drüben sind drei Dämonen. Da belagern uns Fledermäuse. Das heißt, ich gehe einfach mal einen Umweg. Und da ist noch eine Shadow-Kiste. Die will ich auf jeden Fall jetzt noch aufmachen. Ja, wir gehen einfach mal hier runter. Jawohl. So. Und noch eine Flower of Fire. Und da sieht man mal, ohne den Setbonus, ohne die 15% macht das halt 49 und hier, wir haben einfach 57, das ist schon krass. Und wir haben gerade 23 Gold im Inventar, das heißt, und eine Inferno-Potion, oh, das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Dann würde ich aber mal sagen, gehen wir jetzt so gleich mal sofort wieder hoch oder, naja, okay, wir gehen noch ein bisschen das Risiko ein, laufen noch ein bisschen und wenn wir kurz vorm Sterben sind, teleportieren wir uns. Und safen unser ganzes Gold. Ja, denn das ist sehr, sehr nice, was wir hier jetzt alles bekommen haben. Hier ist schon der Dschungel. Das heißt, da müsste... Ja, guck mal. Da ist direkt das, wo ich dann mal im Dschungel unten war. Hey. Es geht aber auch schnell alles in so kleinen Welten. Ach, Mensch. So, der Slime da, der stört mich jetzt gerade ein bisschen. Komm doch mal hierher gehüpft. Genau so. Und dann machen wir das Ganze einfach so und schließen sich da drüben wieder ein. Beziehungsweise aus, je nachdem, wie man es sieht. Machen natürlich ja wieder alles kaputt, weil wir sind zu böse, ne? Ja, oh, schon wieder ein ganzes Gold da drin. Heilige Scheiße, wie viel Gold wir hier gerade rauskriegen. Ich sag ja, die Pötte kaputt zu machen, lohnt sich sowas von krass. Alter, Leute. 29 Gold, das ist... Wow. So, jetzt haben wir hier nochmal einiges an Hellstone zum Abbauen. Und dann, ja, würde ich mal sagen, reicht's wirklich. Dann gehen wir wieder hoch. Und dann ist gut. So, wir fliegen. Mit den Rocket Boots. Ja, da wäre noch ein bisschen was beim Slime. Das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Und da wäre auch ein Imp gekommen. Siehste, wir brennen schon wieder. Wir safen einfach unser 39 Gold jetzt. Und ein bisschen Hellstone haben wir ja immerhin noch mitgenommen. So, da machen wir wieder hier schön einiges an Barren. Und ich weiß nicht, ob ich mir so eine Molten Dingsbums, ja, Molten Hammax,
Ach komm, wisst ihr was? Ich mein, warte mal, der Molten Fury, habe ich nicht schon den anderen Bogen? Der macht nur 18 und der Molten Fury macht 32. Warum ist ein Dingens aus einer Shadow-Kiste schwächer als eins, was man so craften kann? Ach, guck mal, und das Häschen ist so schön mit Weihnachtsmütze und so. Och, das ist ja cool. Nee, aber ich mach mir jetzt mal das Ding. Das brauche ich bestimmt so oder so, weil ich hab's schon zum Teil erlebt, dass ich ganz am Endgame immer noch mit der Meteor Hammax rumlaufe, weil ich einfach nichts anderes brauche. Dann mache ich mir jetzt direkt mal ein besseres Ding und dann ist gut. So, dann würde ich aber auch sagen, wir packen hier noch die letzten verbleibenden Sachen rein. Ich würde sehr gerne eine eigene Weihnachtskiste machen, wo ich dann so Sachen reinmache, die davon gedroppt sind. Wie zum Beispiel halt die Pine Tree Dinger und den Candy Cane Hook. Den können wir übrigens kurz nochmal testen, wie lang der jetzt wirklich ist. Also erstmal unser normaler Hook geht. Warte, ich guck mal, ich messe es mal. Ja. Nein, ach Mann, jetzt bin ich. Das wollte ich natürlich nicht. So ungefähr bis zu dem. Ja, jetzt geht's so ungefähr bis zu dem Eis. Der ist genauso lang, aber hat nur einen. Okay. Gut, dann können wir den weglegen. Ja, ich behalte so lange nochmal im Inventar. Und dann würde ich aber auch mal sagen, war's das mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.